In dem Bericht heißt es, innerhalb von 10 Jahren könnten alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Umstritten bleibt allerdings, ob einige betriebsbereit gehalten werden sollen, damit sie bei Engpässen doch wieder ans Netz gehen könnten. Das Papier ist ein Entwurf für die Empfehlung, die die Kommission Ende Mai aussprechen soll. Die 7 abgeschalteten Altmeiler und der Reaktor Krümmel sollen nicht mehr zurück ans Netz. Auch alle anderen Atomkraftwerke könnten nach wissenschaftlichen Kriterien bis 2021 stillgelegt werden. So steht es in einem heute bekannt gewordenen Arbeitspapier der Ethikkommission, die sogar einen verkürzten Ausstiegskorridor sieht. Erste Reaktionen? Wir können es schaffen, in diesem Jahrzehnt noch auszusteigen. Das sollte man auch gesetzlich festschreiben. Und es ist richtig zu prüfen, ob die Bedingungen sogar da sind, es zu einem früheren Zeitpunkt, sei es 2015, 2017, 2018 zu machen. Die Grünen wollen, dass der Ausstieg unumkehrbar wird. Sie lehnen eine Rückkehrklausel, wie sie ebenfalls im Papier steht, ab. Es setzt fort das Gezocke darauf, ob man nicht noch mit 1, 2, 3 oder vielen Jahren Laufzeitverlängerung weitermachen kann. Um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und zu koordinieren, schlägt die Ethikkommission einen eigenen parlamentarischen Beauftragten vor. Der geplante Atomausstieg beschäftigte heute auch die Börsianer, denn abgeschaltete Meiler kosten. Der Energieversorger E.ON verzeichnete im ersten Quartal einen Gewinneinbruch. Mehr dazu von Anja Kohl. Fast die Hälfte seines Stroms erzeugt E.ON in Kernkraftwerken. Dass der Konzern Meiler abschalten musste, kostete ihn 250 Millionen Euro. Im Gasgeschäft machte E.ON zudem Verlust, weil die Gaspreise fielen. Das drückte den Gewinn. Im ersten Quartal lag er bei 1,3 Milliarden Euro, 34% weniger als im Vorjahr. Da der Versorger nicht weiß, was die Zukunft bringt, senkte er vorsorglich seine Jahresprognose. Doch auch sie beruht darauf, dass die abgeschalteten Meiler wieder ans Netz gehen werden. Davon macht der Versorger zudem abhängig, ob er seinen Aktionären weiterhin so hohe Dividenden zahlt wie bisher. Eine leise Drohung. Schon die letzten 3 Jahre waren für die Aktionäre eine harte Prüfung. 56% büßte die E.ON-Aktie ein. Heute aber gewann sie 0,7% auf 21,45 Euro. Als Datum für den endgültigen Atomausstieg steht nun das Jahr 2021 im Raum. Es wäre ein Zeitplan, den E.ON schon kennt. Der ursprüngliche Ausstiegsfahrplan der damals rot-grünen Regierung.